Hallo zusammen, heute geht's wieder weiter in der zweiten Bundesliga. Ich bin euer Kommentator im Gemus mit. So, was machen wir denn nu? Gucken wir jetzt erstmal ins Teammanagement, wie unser Kader wieder so geeicht ist. Ah, Valori, was macht Valori da schon wieder drin? Da ist der Steinhardt um einiges besser. Ja, definitiv. So. Da müssen wir wieder gut umstellen, weil ja der Aushilfstrainer wieder einiges verbockt hat. Was macht denn da laut? Linkes zentrales Mittelfeld. Wo ist ein linker Mittelfeldspieler? Da. Ah, Nico, da ist er ja. Geht doch. Ich dachte, wir hatten da mehr Spieler. Banker. Markus ist schon wieder krank. Das ist natürlich scheiße, wie immer. So, aber der Kader dürfte soweit wieder passen. Deswegen gehen wir mal weiter. Dürfen wir weiterspielen in der zweiten Bundesliga. Vertrag akzeptiert, das ist super. Ich nehme hier ein Vertragsangebot zur Erstmannschaft an, das ist toll. So. FC St. Pauli gegen 1860, das ist, glaube ich, eine schöne Partie. Das ist der Tabellenzweite. Kann man wieder vom zweiten Platz runterhauen, wenn wir hier wieder gewinnen. Wäre eine coole Aktion. Ja, dann machen wir wieder hier Chancengleichheit für Köln und für die. So. Übung dürfen wir auch mal irgendwann hinbekommen. Hui, der war zu hoch. Das war aber nicht so toll. Wieder zu hoch. Eieiei, treffen müssen wir schon. Na, und nicht die Mauer da. Ach komm, ey. Hoppala. Bin ich wohl zu weit gelaufen. Boah, ich dreh durch. Kein einzigen Treffer, oder was? Nee. Außer Minuspunkte nichts geschafft. Das ist natürlich auch super. Aber wir sind ja da, um die Ligaspiele zu machen. So, FC St. Pauli gegen 1860 München. Eine schöne Partie. So. Ich würde hier nicht groß jetzt in Reihe und Glied stehen sehen. Wir wollen hier spielen. St. Pauli mit einem Anstoß. 60 in den weißen Trikots. So. Früh wieder vereitelt die ganzen die Aktion von St. Pauli. Au. Aber da ist kein Durchkommen fürs Erste. 60 beißt sich fürs Erste noch die Zähne aus. Aber St. Pauli ist wieder auf dem Weg. Wir sind nicht ohne Grund Zweiter der Tabelle. So, Hafler läuft hier sich schon wieder im Wolf. So, er zieht ab. Oh, daneben. Schön herausgespielt, kann man nichts sagen. Aber leider hat der Ball wieder den Weg ins Tor nicht gefunden. So, St. Pauli jetzt wieder am Ball. Aber nicht lang. 60 hat was dagegen. Ah! Der St. Pauli-Spieler hat was dagegen, dass wir hier ein Tor schießen. Jetzt im Konter. Haben sie aber früh abgebrochen. So. Einwurf. St. Pauli.
bekommen wir hier den Ball wieder, dass die Situation doch noch gefährlich wird. So, schön gemacht. Schön vom Ball getrennt. Da ist hier schon wieder ein Pfeifkonzert. Ah, da verspringt ihm der Ball wieder. So, schön den Lauf gespielt. Er zieht ab. Au, Pfosten. Das gibt's nicht. Ein schönes Ding. Schön durchgegangen und dann wieder mal das Aluminium getestet. Also das ist sehr standhaft, das Aluminium. Vom sehr, ja, zum Leidwesen unserer Torschützen. Oder möglichen Torschützen. Mehr kann man ja nicht sagen. Scheiße, wo ist mein Mittelfeld? Hat sich mein Mittelfeld ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und ist hier verschwunden. Aber trotzdem können wir wieder die Sache klären. Das ist natürlich toll. So, 60 wieder auf dem Vormarsch. Im 16er gestoppt. Wird mal schön vom Ball getrennt. St. Pauli aber jetzt hier mit Schwierigkeiten. Hier wirklich, ja, offensiv durchzukommen. Aber 60 auch mit argen Problemen vor der Abwehr. Er ist schon derb grad. So, jetzt zieht ab. Oh. Oh, der Nachschuss war gleich gar nichts. Wollte es Hafler probieren, aber der hält mal munter drüber. Immer noch 0-0 in dieser Partie. 60 mit eigentlich sehr wenigen Chancen, die wirklich zum Tor gelangen. St. Pauli eigentlich noch gar keine. Es ist halt wirklich ein Spiel, ja, mit Top-Besetzung. Also erster und zweiter der Bundesliga, das heißt schon was. Da kann man nichts sagen. Da ist Qualität dahinter. Die sind natürlich beide verbissen, die wollen die Punkte. Und da, ja, ist halt nicht so eine einfache Partie wie gegen den letzten der Tabelle, wo sich solche Spiele auch schwierig gestalten können. Aber da ist halt die Qualität beider Mannschaften gegeben. Nicht die Verzweiflung, nee, wirklich das Können. So, Fehlpass schon wieder. Wie ich die Dinger hasse, namens Fehlpass. So, 60 stört hier wirklich früh. Sehr früh. So, kriegen wir jetzt das Ding. Ja, Schiri lässt Vorteil laufen. Wo der was gesehen hat, dass wir hier gefoult hätten, würde ich gern wissen. So, können wir jetzt hier mal den Ball haben? Es ist ja nicht mehr schön hier. Spielen sich hier 3 Stunden mit dem Ball. So, Leitl immer noch. Ja, Leitl geht durch. Zieht ab und Tor. Sebastian Leitl. Wunderschön. Läuft hier vom Mittelfeld weg und haut das Ding einfach mal in den Kasten der St. Pauli, der St. Pauli Mannschaft. So. Geht natürlich gleich wieder weiter, wenn wir nicht schon wieder so unkonzentriert werden und ins Ausprügeln den Ball. Wir wollen natürlich noch mehr. Also mit einem lausigen Tor geben wir uns selten zufrieden. Reicht zwar auch, aber da ist man schnell wieder im Rückstand. So, Halbzeit. Dürfen sich unsere Leute mal wieder ausruhen. Aber wir warten nicht lang, sondern gehen gleich in die zweite Halbzeit. Mal sehen, ob die besser läuft für unsere 60er. Nee,
Moment bis jetzt noch nicht. St. Pauli steht ein bisschen zementiert hinten. Wartet wirklich auf Konterchancen. Nur die macht 60 gleich wieder zunichte. Also wirklich so früh stören. Man spielt dich nicht so lange mit deinem Ball. Scheiß St. Pauli-Spieler. Wie so ein Klammeräffchen. Ja, schlimm hier. So, machen wir nur. Ein paar Anspielstationen suchen. Wie immer, scheiße. War natürlich nichts. Ah! Da, ah, das gibt's nicht. Stehen wir im 16er, knapp vor dem Tor. Kommt unser Pauli-Spieler und mietet mich um. So, Pässe 85% bringen wir durch. Das ist natürlich sehr schöne Statistik. Aber ich dürfte mir mal das Kurzpassspiel wieder angewöhnen. So, St. Pauli jetzt in der Vorwärtsbewegung. Nicht, dass sie jetzt das Gegentor schießen. Und da machen sie es auch. Bin ich Hellseher oder was? Scheiße. 1:1. Ausgleich. So, da haben wir was dagegen. Dass die hier jetzt das Unentschieden über die Zeit retten. Mehr oder weniger. Deswegen müssen wir hier handeln. Müssen was gegen ihren Auftrieb tun. Dass sie hier jetzt ist den Ausgleichstreffer gemacht haben, müssen die sofort wieder einbremsen. Ah, da kommt die Flanke nicht rein. So, sie wechseln, da musste ich auch mal kurz ins Teammanagement gucken. Hofrat, das sieht eigentlich noch relativ gut aus. Aber ich bringe trotzdem jetzt mal Laut und Hafler, rechtes zentrales Mittelfeld. Kommt Vollmann rein. So, fortsetzen. Noch zweimal wechseln. Einmal dürfen wir noch wechseln. Aber das sehen wir uns für Notfall noch auf. Oder für, ja, noch irgendwelche Dinge. So, Ecke kommt. Kommt mal. Oder doch nicht. Schuss aufs Tor. Oh, da konnte der Torwart nur noch zur Ecke klären. So, Ecke kommt wieder. Kommt. Oh, das gibt's nicht. Das Ding will einfach nicht reingehen. So, nochmal eine Ecke. So. Oh, zu unpräzise. Jetzt ist St. Pauli am Drücker. Aber wir stören wieder früh. Das wird kein Konter. Alle 60er Spieler auf der Hälfte von St. Pauli. Wir bieten natürlich so ganz viel Raum für Konter. Natürlich scheiße. Oh, da hat der Schiri wieder irgendeinen Fall entdeckt. Ballbesitz genau 50-50, ist ja krass. Das sieht man auch selten. Ah, scheiße hier. So, jetzt gehen wir durch hier. Da. Ein Stück eher hätte er passen müssen. Wollte ich hier einen Pass machen, aber der ist natürlich im Sande verlaufen. Ja, der St. Pauli-Spieler wieder hier im Wege stand. Oh, scheiße. Geht ran hier. Oh, abseits. Oh, knappe Entscheidung. So, St. Pauli wechselt nochmal. Eieiei, wohin mit dem Ding? Ah, nicht genau zum St. Pauli-Spieler. Alles nur nicht das. So. 60 aber jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Ah! Bisschen falsch aufgelegt.
So, wir probieren es aber trotzdem. Noch 10 Minuten zu spielen. Wir wollen hier den Sieg. Und kein Unentschieden. Ah, da wollte man losschicken. Hat er zu spät reagiert. Unser Spieler. So, St. Pauli jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Die wollen wir stoppen. So, schön gemacht. Schön geklärt. So, weiter hier. Ah, da fordert er den Ball, aber kann ihn gar nicht bekommen. So, nochmal schön Aufbau hier. Nein. Wenn uns St. Pauli lassen würde. Und jetzt sieht ab, Tor! Blanco in der 89. Minute. Schön überlegt gehandelt. Er dreht sich nochmal vom Spieler weg und haut das Ding rein. Wunderschön. So, jetzt nur nicht nochmal auf die letzten paar Minuten den Gegentreffer kassieren. Aber St. Pauli will hier echt noch was machen. Weg mit dem Ding. Schön gemacht. Da können wir durch. Schön freigespielt. Jetzt sieht ab. Oh, Rebers Tor. Aber da pfeift auch der Schiri ab. 1:2 für München. Das ist super. Haben wir unsere Stärke wieder bewiesen und dass wir zu Recht an der Tabellenspitze stehen. Wir haben eigentlich diese Saison noch kein einziges Spiel verloren, sondern immer nur unentschieden gespielt. Das ist schon krass. Mal was zum Nachdenken bis zur nächsten Folge. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.